Okay. Theresa. Wie hübsch du bist, Liebster. Ich hab noch nichts gemacht. Ich bin, na, offstream auch. Ich bin unschuldig. Also, wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Und wohin willst du gehen? In die Schenke. Zum Galgenberg. Den Fluss entlang. Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Ich glaub, warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Klingt besser als Galgenberg, oder? Und Schenke ist zu offensichtlich. Warte mal. Lass uns gehen. Gehen wir. Lalalala. Ob ich mich hier erstmal. Sollte ich mich vielleicht erstmal herrichten? Warte mal hier. Da. Biancas Ring müssen wir ablegen. Edle Schuhe, lass mal an. Gott, jetzt wird er schelmisch, ne? So, so, die Lederhandschuhe brauchen wir nicht. Spuren. Charisma 13. Die Spuren lass mal an, die sind cool. So. Wo willst du denn hin? Du läufst zickzack, Edel. Ich bin leicht irritiert. Du kannst auch mit mir reden. Der Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Was ein komisches Lauftempo draus. Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Oh Gott. Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Klamier dich nicht. Der Letzte ist eine Schnecke. Was? Was zum... Ha! Was wohl passiert, wenn wir sie erstmal vorlassen und dir dann einen Pfeil hinterher schicken? Nee, machen wir nicht. Entschuldigung. Ich bin ein guter Christ. Edel! Wie weit willst du eigentlich noch rennen? Ich renne rückwärts. Komm. Sie hat nicht definiert, wo Ziel. Oh, hier war das Ziel. Das war spaßig. Setz dich zu mir, Heinrich. Oh, habe ich mich jetzt auf den Schoß gesetzt? Kein Gentleman, der Gute. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig? Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ich schwelge in Luxus. Ja, sicherlich. Arbeit wie jeder andere, oder? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Arbeit wie jeder andere. Natürlich. Ein Köhler-Dasein ist sicher nicht anders. Komm schon, erzähl mir, wie es wirklich ist.
Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Als ob. Ich hab nie eine An... Also, sind deine Knie etwa weich geworden? Oho, nicht wirklich. Ich hab, ja, ich hab viele Pflichten. Was willst du machen, ne? Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Oh. Oh. Also. Vier. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Beim Adel. Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Für mehr Sprüche muss ich erstmal ins Badehaus. Nur ein Stückchen. Ich will keinen Klatsch. Ich klatsch dich nicht. Danke, dass du mich begleitet hast. Komm mich bald wieder besuchen. Gern, gern, gern. Okay, dann haben wir das jetzt auch schon mal. Wir können also nochmal mit Theresa irgendwie eine Unternehmung starten, ne? Ich habe den Ring von Bianca abgelegt, ja. So. Entschuldigung. Jetzt gucken wir mal. Also ganz ehrlich, ich würde das auch ganz gern mal reinwaschen wollen hier. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir doch mal irgendwo gekascht werden und haben dann geklaute Sachen bei uns. Ich höre die Schlösser knacken. Ach ja, jetzt ist aber nicht mehr... Das wäscht sich von allein, teuer, dauert halt länger, okay. Ich dachte, das müsste irgendwie eingelagert werden in den Truhen oder... Ja, eine schnelle Alternative wäre beim Müller verkaufen und wieder aufkaufen. Na, danach ist es auch rein, aber das ist halt auch eine Kostenfrage. Rohling, okay. Spuren und resistent. Okay, gucken wir mal, was wir für Quests jetzt noch haben. Arbeit beschaffen. Das ist jetzt noch so eine Geschichte. Ich habe Matthäus Fritz versprochen, ihnen Arbeit zu beschaffen. Vielleicht sollte ich mich bei den Mühlen umhören. Haben wir schon gemacht. Oder ich frage die Jungs, wer ihrer Meinung nach helfen könnte. Matthäus meint es. In der Gegend. Aber haben wir gemacht, ne? Bei den Mühlen dürften die aus dem Größten sein. Theresa riet mir, bei dem Ledetschko zu fragen. Da gibt es ein Badehaus, da können wir schon mal hin, ne? Warte mal. Questgeber und unerforschter Ort. Hier müssen wir sowieso noch mal hin, ne? Aber ich glaube, das machen wir gleich zu Fuß. Da reiten wir gleich am Ende, ne? Genau, so was, ne? Ich denke auch. Achso, nee, erstmal anziehen.
Das müssen wir noch machen. Nicht, dass wir hier irgendwo reinrutschen, wo wir nicht reinrutschen wollen. Ausrüsten. Jetzt können wir den Ring auch wieder anlegen. Oh, Quatsch, nicht das Hemd. Ach, deswegen. Ich hatte das Hemd gar nicht an. Huch, Entschuldigung. Das war so jetzt nicht geplant. Jetzt habe ich die Handschuhe auch noch getauscht. Oh, ah nee, so, genau, jetzt haben wir's. Hast du Pebbles eingetauscht schon? Ja. Haben wir. Ich hab jetzt Jada, ich hab ein Schlachtross. So. Das müsste dann, ja... Moment, das muss ich doch nochmal kurz gucken. Wir müssen hier rüber. Da will ich ganz gern hin. Und ich muss immer noch gucken, wo wir dann eventuell noch ein... Ich glaube, das ist hier oben irgendwo gewesen, was wir noch aufdecken müssen. Das ist noch eine Schatzkarte. So, was haben wir hier? Wildschwein. Nee, machen wir nicht. Mit Pebbles. Dem geht's gut. Geh mal in die Stadt, Viratai oder Sasau und Sperrschlösser auf, sonst passiert nichts. Jo. Können wir das eigentlich lesen? Auf dem Pferd wird gelernt. Aber ich glaube, es gibt einen Bonus, wenn man das im Sitzen macht, ne? Ich lasse es mal. Okay. Das haben wir schon. Okay, dann einmal in Richtung... Ja gut, dann müssen wir da rüber, ne? Bin ich einmal verkehrt gelaufen. Einmal rüber über... Mensch, komm mal hier. Oh nein, eine Sau. Nein, und direkt mir den Hintern zu. Weg. Ich muss hier weg. Oh. Warte mal. Hoch. Ja. Ijo. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Dankeschön fürs dabei sein. Schönes Wochenende euch. Dir, euch. Also, ja, ne? Dir, euch und so weiter. Schlaf gut, bis spätestens Mittwoch. Ich halte mir mal noch offen, ob es nochmal einen spontanen Zwischendurchstream gibt. Nächster offizieller weißt du ja dann am Mittwoch. Ab 19 Uhr wieder. So, ich habe ein Nest entdeckt. So, was haben wir denn hier noch? War ich hier schon mal? Die Bienenstöcke hatten wir schon mal ausgekundschaftet. Sieht so aus, als war ich hier schon mal, ne? Ach ja, genau, hier ist doch die... Hier ist doch das Häuschen, ne? Hier ist doch dieses Häuschen, wo wir... Ich schwöre die Treue. Maxe, Mensch, ich grüße dich. Hi. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Dankeschön für deinen Prime im 8. Monat. Dankeschön. Bin auch weg. Viel Spaß noch. Necroelder, auch dir. Dankeschön fürs dabei sein. Und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Dankeschön nochmal für den Follow. Und dir auch natürlich schönes Wochenende, ne? Nee, Konfetti geht nicht. Konfetti, ach so, ja, genau. Konfetti müssen wir dann zweimal einlösen, ne? Konfetti müssen wir dann zweimal einlösen. Ach so, warte mal, Negro, das hast du ja noch gar nicht gesehen. Ich muss jetzt erstmal rüberschalten. So, warte mal, wir machen mal ganz kurz hier, Stopp. Es ist bei 5 Stunden und ungefähr, ja, was von, nee, 5 Stunden und 35 gleich, ne? Dann schalte ich für dich nochmal schnell rüber. In den...
Talk? Oh. So, dann gibt's das erste Konfetti für Negro. Und dann haben wir nochmal ein Konfetti für Wachse. Warte, jetzt. Yo! So, und wieder zurück. Genau, ich bin hier im Let's Play-Modus gerade, sprich Videoaufnahme, und da ist es natürlich, da habe ich die deaktiviert, die Sources. Deswegen. So. Wo ist jetzt das Ding, was wir noch nicht gefunden haben, ist jetzt die Frage. Es ist hier. Dorfbewohnerin stehlen. Ja, nee, stehlen möchte ich nicht. Aber erstmal waschen. Nebenbei noch was trinken. Dankeschön. Mhm. Bin gerade auf dem Weg ins Bett. Support geht halt auch, ja. Ja. Mega, Dankeschön. Mega, Dankeschön. Und dir natürlich eine gute Nacht. Und ein schönes Wochenende, ne? Schlaf gut, bin jung. Du hast schon recht. Du hast schon recht. Aber haben wir jetzt hier irgendwas erkundet? Ist ein Schmied? Aber das hatten wir doch schon. Ich muss nochmal auf die Map gucken. Geradeaus, ne? Wir sind auf bestem Wege. Hier hin müssen wir. Das haben wir noch nicht. Gerber, alles klar. Hier ist er doch. Es war zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ja, ja, jetzt nicht so förmlich. Was hast du denn im Angebot? Okay, sämtliche Fälle, die wir eigentlich auch schon gesammelt haben, ne? Okay. Ja. Also wissen wir, hier können wir zur Not die Fälle abziehen. Nee, hier ist keiner. Was bist du jetzt hier? Du stehst hier so sinnlos rum. Hab ich dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Nein, wusste nicht, dass sie klöppelt. Hat erst vor kurzem angefangen. Jeden Abend, wenn auch genug Licht ist, macht sie sich ans Werk. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Betty hatte schon immer geschickte Hände. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt, von dem ich mir immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. War selbst ganz verblüfft. Nur war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkaufen will, also habe ich einen hohen Preis genannt. Und er sagt, ist gut und fängt an, Münzen zu klauben. Einfach so. Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkaufen will. Ist doch toll. Ein paar Groschen extra schaden nie. Okay. Ja, jetzt haben wir auch was über das Klöppeln gelernt, ne? Oder über... Der klöppelt. Ja. Gerade etwas verwirrt. Moment. Questlog. Wo gibt's jetzt hier noch Hühlen in Ledetschku? Ich hatte ja gehofft, dass es... Das hier oben ist ja keine Mühle. Was Salmon? Was soll man davon halten? Ja. Mühle müsste entweder unten am Bach sein.
jetzt können wir... Nee. Ich bin immer noch irritiert. Das ist Bauer, das hat nichts mit Mühle zu tun hier. Gibt es auf alle Fälle was zu essen? Okay. Mühle noch weiter. Ist eine Windmühle ist. Was ist das hier für ein Zipfel? Ah ne, der Zipfel gehört. Sure. Okay. Ja, yeah, hier ist ein Feld. Das war der Zipfel, den ich gesehen habe. Aber hier ist sonst nichts. Also wenn es eine Wassermühle ist, dann ist sie unten am Wasser, logischerweise. Was für eine Logik, ne? Ja, dann mal runter. Oh, hier auf alle Fälle dicht. Ist das hier eine Mühle? Sieht nicht so aus, nee. Geht doch nirgendwo ein Graben weg. Hopp. Drüben am Wehr vielleicht, ne? Da könnte man mal gucken. Oh! Ist das hier ein Mühlgraben? Hier drüben ist eine Mühle. Okay, dann lass uns da mal fragen. Aber ich glaube, hier haben wir schon gefragt, ne? Der war irgendwie komisch drauf, der Typ. Hallo, ist hier jemand? Schlaft ihr alle schon? Nö, hier gibt's nix. Hier oben gehört nicht mehr mit dazu, ne? Ach, hier. Oh. Ach Gott, Müller Oliver. Gelobt sei Jesus Christus. Ich höre, brauchst du Hilfe? Theresa, die Müllerin, schickt mich. Sie sagt, du bräuchtest Hilfe. Ein paar starke Hände könnten nicht schaden. An wen hast du denn gedacht? An meine Freunde, zwei Überlebende aus Galitz. Und warum sollte ich die nehmen? Weil sie erfahrene Zimmerer sind. Zimmerer wären tatsächlich nicht schlecht. In der Mühle gibt's viel zu tun. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Thomas, mein Vormann, gibt sein Bestes. Aber allein packt er das nicht. Aber sie sind doch keine Faulpelze oder gar Säufer, oder? Ich nehme nur fleißige und redliche Leute. Sind sie, ne? Sie sind praktisch deine Nachbarn. Ich kenne sie persönlich und sie leisten stets gute Arbeit. Du wirst sie einstellen. Du kennst mich. Bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Ich kenne sie persönlich. Das kommt dann auf mich persönlich zurück. Aber ich kenne auch aus Galitz und kenne sie persönlich. Sie haben in den Silberminen gearbeitet und ihr Vormann sprach in höchsten Tönen von ihnen. In den Skalitzer Minen? Dann müssen sie was auf dem Kasten haben. Schick sie her. Sag ihnen, ich gebe ihnen eine Chance. Über Lohn und ein Dach über dem Kopf reden wir, wenn sie hier sind. Alles Gute. Perfekt. Perfekt. So. Die waren die nicht auch hier gleich in der Nähe? Karl, ich grüße dich. Hi. Genau, Arbeitsamtssimulator, ne?
So sieht's aus. Gott, ich muss wirklich mal auf die Map gucken. Nee, die Seite, wenn ich das zu Fuß laufen soll. Uff, hier drüben sind sie. Okay. Dann einmal auf den Gaul. Jo, ne? Mal auf den Gaul. So. Dann machen wir Schnellreise, würde ich sagen. Da oder da, das ist relativ, ne? Die sind genau in der Mitte. Ich glaube, von oben runter reiten ist schneller. Zwei war für mich nur gefühlt passend. Es hat die meiste Werbung gemacht, ja. Auf jeden Fall. Bam, 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 bam. So, Zeit sieht auch noch richtig gut aus, ne? Und einmal hier runter. Wie die zwei. Ich gestalte das hier so, dass ich euch ab und zu mal, also den Chat ab und zu mal frage bei Entscheidungen, in welche Richtung wir gehen wollen. Da stand jetzt gerade die Auswahl Nummer 2 hoch im Kurs, ne? Deswegen der Satz 2 war das wohl logischste. Oder beste, ne? Am bestklingendste. So, die hocken hier noch am Eingang von der Taverne. Zumindest haben sie sich noch nicht zugekippt. Moin! Na, du Lump? Ich Lump? Das Kloster will Geld von euch. Was? Übung. Faustkampf. Mit? Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Machen wir mal. Aber nur gegen Silber. Feilschen. Ist das nicht etwas viel? Ja komm, hier, Freundschaftspreis. Ich habe euch Arbeit versorgt. Hier, wegen dir. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Ja, dann machen wir ein faires Angebot. 38 oder so. Einverstanden. Okay. Gut zu. Cool. Geht doch. Cool. Jo, warte mal. Faustkampf. Jetzt gerade sehe ich das nicht, oder? Reiten, reparieren, Taschen. Stärke, Redekunst. Kampf. Nehmen wir das, ne? Okay, dann können wir noch nicht. Wir haben ja Stufe 4. So, aber dann quatsch ich mal mit dir hier, ne? Der Müller in Ledetschko würde euch gern kennenlernen. Du hast wirklich Arbeit für uns? Ja, siehst du mal. Verständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Danke, Heinrich. Nur... Was? Die Belohnung, die wir versprachen. Also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Glaube ich nicht. Ich habe ihm gerade 50 gegeben. Gebt mir das Geld ein anderes Mal. Wieso gebe ich mich überhaupt mit euch ab? Ach, das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Das werden wir. Komm nächste Woche vorbei. Wir geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr 50 Groschen bekommt. Heimlichkeit. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ihr wisst doch. Nee. Ich denke darüber nach. Nee. Das wird doch noch ein bisschen zu hoch. Okay. So, jetzt müssen wir aber... Ja, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden. Was war das mit dem... zu sehen, Heinrich. Ja, jetzt so, ne? Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut irritiert. Sein, Heinrich. Nein, was war denn los? Wir haben jemanden vermöbelt. Aber misch dich bloß nicht ein, Heinrich. Wir regeln das. Wie konnte ich fragen, ne?
Komm, wir haben es einmal vergeigt. Nicht so schnell. Wen habt ihr vermöbelt? Elias. Er ging uns auf den Sack und... kurz gesagt, es war seine eigene Schuld und damit ist der Fall erledigt. Aber es muss doch einen Weg geben, die Sache zu regeln. Vielleicht, wenn ihr... Nichts da. Sturkopf. Sturkopf. Fritz, sei kein Narr. Ihr zwei steckt richtig in der Scheiße und du willst dir den Harten markieren? Komm zur Vernunft. Fahr zur Hölle, Heinrich. Du und Elias. Pah, einer schlimmer als der andere. Jetzt könnten wir noch einen draufsetzen, ne? Dann macht doch, was ihr wollt. Schlag ihn. Mach's gut. Mach's gut. Ja, ja. Sieh zu, dass du Arbeit aufnimmst hier, ne? Fritz, du. So, da habe ich das aber gegeben. Undankbarer Nichtsnutze, echt, ne? Na, guck mal, wie der rennen kann. Warum rennt der überhaupt so weit weg? Okay. Na gut, gucken wir nochmal in die Questlog. Eine Kostbus fand heraus, dass sich die Jungs mit dem Elias geprügelt haben. Ihn muss ich finden. Okay. Ja, das ist ja gleich hier oben eigentlich, ne? Ja. Lass mal hinrennen. Oh Gott, ich sehe schon wieder. Hier wird es doch eng. Hier wird es doch. Oh, ich bin drüber gekommen. Ja. Elias, mit dem haben wir doch schon gesprochen. Mit dem haben wir doch schon mal gequatscht. Du bist hier hinten, Elias, ne? Was machst du hier? Ich weiß von der Prügelei. Du hast dich mit Fritz und Matthäus geballt? Heidenpack. Also hast du dich mit ihnen geprügelt? Ja, ich war es. Und ich hoffe, ich sehe diese Taugenichtse nie wieder. Der Rauswurf war gerechtfertigt, aber die Schulden, wie sollen sie die je begleichen? Nicht mein Problem. Sollen diese Rohlinge halt Not leiden. Ich bin gerade etwas irritiert, weil ich glaube, uns fehlt dazu der Anfang von dem Quest, oder? Ist das nicht unchristlich? Wie hoch sind die Schulden? Möchtest diesen... Ist das nicht unchristlich? Du willst doch wohl nicht bloß wegen deines Grams ihre Leben zerstören, oder? Ach, das waren doch bloß leere Drohungen. Wenn sie sich bei mir entschuldigen, ist die Sache schnell vergessen. Alles Gute. Ja, das ist doch in Ordnung, oder? Ist doch in Ordnung. Steinmetz. Sind Hunde hier überhaupt erlaubt hier drin? Ein Verwundeter. Hast du vielleicht noch irgendwas für uns? Nicht wieder Brennnesseln, bitte. Brauchst du noch... Warte mal, Übung. Alchemie. Hier. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? So, wir gehen mal hier wieder ein bisschen so. Was sagst du dazu? Ich würde mal versuchen, dieselbe Taktik. Ein schlechtes Angebot. Ja, das ist klar. Komm mir entgegen. So. Einverstanden. Hör gut zu. Lebe wohl. Neue Stufe erreicht, Alchemie. Okay. Oh, was hat denn er jetzt geschnieft? Das klang ja furchtbar. Brauchst du noch... Ich will es gar nicht, aber okay. Brauchst du noch Hilfe? Wissen über pflanzliche Heilmittel ist immer eine nützliche Sache. Hör zu.
Wir haben einige neue Brüder hier, die mir mit den Verwundeten helfen sollen, aber nicht alle kennen sich so gut mit Kräutern aus, wie ich es gern hätte. Sie brauchen Unterstützung. Ich bin kein guter Lehrer. Du sollst ihnen auch nichts beibringen, sondern mir beim Zusammenstellen unseres neuen Herbariums helfen. Bring mir sämtliche Kräuter, die im Alten erwähnt werden. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Los. Das klingt einfach. Bin gleich zurück. Sei nicht zu sicher. Manche Kräuter sind scheue kleine Dinger, die sich gern verbergen. Wenn du von jedem eines gefunden hast, komm zu mir zurück. Und noch etwas. Bring mir irgendein altes Buch. Wir kratzen die Tinte ab und nutzen die leeren Seiten für das neue Herbarium. Ein altes Buch? Also gut. Gott, was wird nur aus meiner Familie? Mach's gut. Sammle je ein Exemplar jeder Pflanze. Schaffe ein altes Buch. Das alte Buch haben wir schon. Warte mal, ich würde erstmal ganz schnell erstmal hier, ne? Ja. Und dann nochmal hier, ist irgendwo eine Bank. Ich will mich mal hinsetzen hier zum Lesen. So, nicht, dass wir hier das falsche Buch aus der Hand geben. Soweit kommt's wohl noch. Okay, Inventar. Ich glaube, das war das hier, ne? Eins haben wir schon gelesen. Warte mal, sonstiges. Das habe ich auch schon weggepackt, ne? Dann lass das mal lesen hier. Lernen. Beginnen. Fortschritt 0%. Ach so, warte mal. Wir müssen ja noch. Ach du lieber Himmel. Wir müssen ja Stunden in dem Buch verbringen. Taschendiebstahl verbessert. Okay, warte mal. Ich muss noch mal gucken. Fortschritt 35. Wir müssten bis heute Abend lernen. Bis 22 Uhr. So viel zum Tag, ne? Wir verhungern unterwegs fast. Okay. Gut, dann wissen wir aber erstmal Bescheid. So funktioniert das, okay. Sorry. Okay. Gut, was brauchen wir hier? Im Garten brauchen wir ja jetzt nicht mehr sammeln, ne? Da haben wir ja keine Brennnesseln mehr. Hier haben wir eine Brennnessel. Jo, eine Nessel. So. Das ist auch bloß eine Brennnessel, da brauchen wir keine mehr. Ich bereue gerade, dass wir die Löwenzahn-Sachen alles so schön sauber gemacht haben. Hier der gesamte Garten. Warte mal, hier ist welcher wächst das schon wieder? Guck mal, Löwenzahn. Okay. Und er hat ja nicht gesagt, dass wir es nicht aus dem Garten holen dürfen, ne? Aha. So, erstmal was futtern. Lesen braucht Zeit. Sonst liest man komische Sachen, ich weiß. Zahn, was ist denn das Blaue hier? Kann ich nicht, ne? Ist einfach bloß Blümchen. Ja, ist einfach bloß Blümchen. Was ist das hier? So nichts Gescheites? Ja, gut. Okay. Haben wir hier drin noch mehr? Also ich denke mal hier irgendwelche Kohlsachen oder so, ne? Es geht hauptsächlich um die Pflanzen. Hola. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Das weiß ich noch nicht. Mach's gut. Hatten wir dich bei dem auch eine Quest? Ach ja, das war das... Ach, das waren die Gebeine aus dem Kloster. Ah, okay. I remember. Jetzt muss ich bloß noch mal... Das wollte ich jetzt gerade nicht. Jetzt muss ich bloß noch mal gucken, haben wir... Wir haben das ganze Zeug rausgehauen, ne? Das war natürlich clever. Dann müsste ich ja das auch noch mal lesen.
Hauen wir uns mal rüber, ne? So, wir haben Brennnessel. Kurz mal Questlog. Steht da drin, was das alles für Pflanzen sein sollen? Ach du. Tollkirsche. Eine Distel. Distel, ne? Ringelblume, Augendrost, Johanniskraut, Kamille, Minze, Mohn, Einbeere, Salbei, Beinwell. Also alles. Bist du? Jo. So, dann haben wir hier. Jetzt ist mir der Hund wieder dazwischen gerannt. Oh. Hier gab es doch noch was Sinnvolles, oder? Minze. Augendrost, okay. So, und mehr dürfte hier, glaube ich, nicht sein. Ne? Für den Rest müssen wir dann raus in den Wald. Brennnessel, nee. Ja, okay. Könnten wir ja machen. Ich bin überladen. Kamen auf der Seite, haben wir uns, glaube ich, schon angeguckt. Ja, hier waren wir schon mal. Okay. Also, Hirschleder erstmal in die Satteltaschen. Satteltasche. Den Rest lasse ich mal. Das ist in Ordnung. Hier können wir nichts raushauen. Erstmal, ne? Okay. So, dann haben wir hier schon die nächste. Was ist das hier? Das ist einfach zu. Oh, okay. Ringelblume. Einmal über den Acker rennen hier, ne, und schon haben wir alles. Das sieht auch wieder interessant aus hier. Baldrian. Okay. So, das hatten wir schon. Ist in dem Sträuch hier? Nee, ist nix. Haben wir doch noch einen Huhn, ne? Ich hab's ja gesehen. Das nehmen wir auch noch mit. Ist ja. Nee. Huch. Baldrian haben wir schon. So, da werden wir wohl mal reingehen müssen ins Gemüse hier. Das haben wir. Ich bin hier ran. Das war der Hund. Okay. Das soll ich jetzt extra kaufen? Wollte ich eigentlich nicht. Und die Augen. Nee, Augen, das hatten wir schon. Es ist nix. Schade eigentlich. Was liegt hier alles so rum? Ich höre einen Specht. Steinpilz. War da nicht was mit Pilzen? Nee, die nimmt er ja bloß, wenn sie frisch sind. Die brauchen wir jetzt noch nicht sammeln. Okay. Ich glaube, zu der Quest werden was beide Sprachformen sind. Es mach hier nicht noch Mut. Sasauer Wälder entdeckt. Was flackert dahin? Oh, dass mir der Hund immer so in die Beine rennen muss.
Ja, ich glaube, es werden diese Kräutergärten, diese wilden Gärten, die wir hier ab und zu mal gesehen haben, wild in Anführungszeichen, werden die doch hier interessant werden. Tollkirsche, die hatten wir doch irgendwo gefunden. Aber da jetzt nochmal hinrennen. Okay, hier sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Ah, warte mal, hier unten. Hier unten, hier unten. Tschüss, Hund. Was haben wir denn hier? Hallöscher. Interessanter Ort, ja. Setzen. Hier möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Pflanze, die ist. Das ist wieder die, ne? Jedes Mal bleibe ich an der kleben. Hier gibt es auch nichts Vernünftiges. Ist ja hochinteressant, dieser Ort. Ist nichts los. Gottes Willen, du machst mir Angst. Plündern. Stehlen. Du willst mich bloß wieder überladen. Lass doch mal lass doch mal die. Ja, komm, los hier. Was hier? So. Du hast ja bloß Hunger, ne? Ganz fein. So ist's recht. Pass auf, hinter dir. Hinter dir. Was? Hinter mir. Jag wild? Nee. Bleib? Nee. Füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ja. Innerein, du kriegst hier, guck mal. Lecker. Lecker, lass dir schmecken. Jetzt rennt er schon wieder in dem Hasen. Hör doch mal auf! Das ist ein Baum! Und ich hab dir da reingegeben, das war kein Alkohol. Jetzt bringt der haut den ganzen Wald raus, die Hasen raus hier, ne? Hör mal auf, hör auf! Ich will nicht mehr. Ich will dann. Hier, bei Fuß. So, und nochmal loben können wir da auch. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Es könnten Äxte von oben fallen. Ja, ich pass schon auf. Deswegen habe ich den Helm auf. Ja, deswegen, nur deswegen. So, jetzt muss ich natürlich dieses ganze Gefratze, was der mir hier angebracht hat, erstmal wieder in die Satteltaschen packen hier. Mann! Das eine verfüttern wir gleich. Ja. Hasenfelle könnten wir gleich noch weghauen, ne? Es ist aber auch bloß Rotz hier in dem Wald. Gibt's nichts Vernünftiges. Jagdgebiet Rehe. Oh Gott, hoffentlich kommen da jetzt nicht mit dem Reh an. Nicht jetzt, bitte. Baldrian haben wir schon. Vielleicht sollte ich wirklich mal aufs Pferd steigen und mal gucken, ob hier in der Nähe irgendwelche Gärten oder sowas sind. Was ist denn das hier? Ist auf alle Fälle Pilze.
Ach, das ist... Okay. Es ist ein Weg. Okay, aus der Richtung kommen auch irgendwelche Geräusche. Das ist hier X. Ich laufe einfach mal so ein bisschen Waldspaziergang, ne? Welche Kräuter fehlen dir noch? Tollkirsche und? Da ist ein Lager. Nochmal rein. Salbei, Einbeere, Kamille, Johanniskraut und Tollkirsche. Also es ist ein Fall für einen Kräutergarten. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Pfeile haben wir jetzt noch einstecken. 12 Spitzpfeile, sollte reichen. Er guckt schon, ne? Er hat schon entdeckt hier. Warte hier auf mich. Bleib. Das ist doch ein Banditenlager hier. Wie sind denn das? Ja, ja, bleib mal hier oben. Bleib mal hier schön hier oben. Okay. Da geht einer. Der legt sich gerade hin, ne? Nee, der hat sich bloß hingesetzt. Der hat sich nur hingesetzt. Ich nicht. Ich nicht. Ich bin nicht hier. Okay, taktisch sollten wir vielleicht nach oben gehen. Okay, ich sehe eins, zwei. Da hinten war noch irgendwo einer. Drei steht da, ne? Ja, kann ich es von hier nicht ausmachen. Was bist denn du? Du bist ein Karnickel. Einfach rein. Hier vorne geht noch einer. Wäre halt schön, wenn wir einen abfangen könnten. Wo wir gehen. Hier unten kommt auch noch einer. Eins, zwei, drei. Es müssten dann vier Manneken sein, ne? Ja, ich weiß, aber ich will kämpfen. Was ist hier los? Hey. Hey, wer ist da? Ich nicht. Was ist hier los? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur... Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Ah!
Jesus. Geh weg, Hund! Bist du denn? Ja. Au! Ey, hör auf! Hör auf! Wo ist denn der andere? Ach, der rennt hier unten, ne? Was ist das? I don't know. Ist da jemand? Nein! Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Mama! Haben wir noch jemanden? Der hängt hier hinten unter dem Baum, ne? Jesus. Gut, das sehe ich nicht mehr. Ach, der ist schon tot. Boah, war doch easy, oder? War doch easy. Was haben wir denn? Arbeiterstiefel. Er hat es kommen sehen, ja. Genau. So, die sind auf alle Fälle Blödsinn. Blödsinn. Ist hier so nicht so unbedingt, ne? Gold nehmen wir mit. Ich nehme den mal mit, aber ja, ne? Hier haben wir noch so eine schwarze Gurgel hier. Spitzpfeil, oh ja. Den brauchen wir auf alle Fälle. Moment, ich trinke gleich. Ich muss erstmal ganz schnell hier die ganzen Typen hier ausnehmen. Bevor ich gar nichts mehr sehe. Altes Hemd. Geräusche 33. Nee, hier, ich wollte dich weiter ausrauben. Das nehmen wir mit. Hirschfleisch. Ja, gut, bringt jetzt nichts unbedingt, ne? Reinlinge. Den Spitzpfeil, den schnappen wir wieder. Verband brauchen wir nicht. So vom Wert her ist eigentlich Blödsinn, ne? So, die Axt, denke ich mal, die ist auch Blödsinn. Ich nehme sie mal mit. Aber ich denke mal, ist Schwachsinn. Noch irgendwas? Eine Dornenkeule, okay. Ist noch ein Pfeil, den nehmen wir noch mit, wenn ich ihn kriege. Jo. So, und die anderen Ganoven waren alle hier oben. Oh, ist noch jemand? Ist noch jemand? Wer ist da? Hier ist er. Hey! Meine Gebete wurden erhört. Bah! Einmal ins Bein. Du bist... Au! Einmal in den Arm. Einmal in den... Okay, da reden wir nicht drüber. Stirb! Jawoll! So. Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Nee, das ist ein bisschen blöd. Das können wir noch mitnehmen. Das nehmen wir mit. Die Spitzpfeile natürlich. Natürlich. Der Rest ist Blödsinn. Ja, können wir uns schenken, ne? So, jetzt dürften wir aber wirklich alle haben. Keine Ahnung, wo die Waffen jetzt hingeflogen sind. Ich mach mal kurz Licht, ne? Es bewegt sich. Öffnen. Was? Bockbluttrank?
Ein wirkungsvoller Ausdauertrank, der deine Ausdauer für 10 Minuten um 50% erhöht. Eine Halskette. Oh, das ist lecker hier. Das nehmen wir mit. Man nennt es Leichenstarre, aber dann würde die Hand so bleiben, oder? Das war gerade so ein bisschen komisch. Okay, jetzt müssen wir mal hier hoch. Jetzt muss ich mal die drei Ganoven von da oben noch herzoomen. Die liegen ja hier irgendwo im Dickicht. Das war ein Hund. Den könnte man ja auch mal ausnehmen. Dafür, dass er mich so gebissen hat. Pfeil. Pfeil. Ja. Pfeil. Pfeil. Oh. Heuler. Morgenstern. Entschuldigung. Ja. So, was haben wir hier? Eigentlich alles relativ. Das können wir noch mitnehmen zum Verschachern. Hasenfleisch ist jetzt nicht unbedingt. Die haben ja alle nix. Ist nicht wirklich toll hier, ne? Wildschweinleder. Die Handschuhe nehmen wir noch mit, aber ansonsten... Das kannst du ja knicken, ne? Such dir mal richtige Opfer. Ich fand das als Opfer, fand ich die ganz gut. So, aber irgendwo... Das war jetzt einer. Da oben müssten drei liegen. Abgesehen vom Hund. So, hier ist meiner. Hier, du könntest ruhig mal mitlooten. Und Sprinkles, hi, ich grüße dich. Einen wunderschönen dir. Oh, aber bei Fuß, ja, ne? Bei Fuß. Vielleicht ist er sogar weggespawnt. Ein schöner Loot. Der kann ich einfach weghauen. Weg, weiß schon. Der ist definitiv weg. So. Hier unten. Hier ist ein Bandit. Ja, guck mal, hier grinst da raus. Lalala, den Zirke. Guck mal, das hat sich ja jetzt schon gelohnt hier. Langstreckenpfeil nehme ich mal mit. Die Spitzpfeile, beide. Das Wertvollste überhaupt an dem hier. Und das war's, ne? Das ist die Jacke. Warte mal, die muss ich mal angucken. Geräusche null. Tadim! Sehr schick. Sehr schick. Den Rest lassen wir drin. Ja gut, einen Apfel könnten wir noch essen, aber ich weiß ja nicht, wo der den vorher hingerieben hat. Lass ich das mal. So, die drei. Warte mal. Ja doch, ne? Die haben wir alle drei schon hier. Die haben wir alle drei schon. Okay. Jetzt bin ich aber gnadenlos überladen. Warte mal, hier liegt noch ein Bogen. Wird aber nichts wert sein, denke ich. Ich will nicht den Banditen. Ich will... Hier war er. Ja? Gott. Dann muss ich mit der Atmung zusammen, muss ich diesen Bogen aufheben, ne? Hier, jetzt haben wir ihn. Oh Mann. Okay. Dann einmal rin hier in die ganze... Ja, erstmal alles rin hier in die Satteltaschen, ne? Das weg. Fertigen Pfeil, den lasse ich mal im Inventar. Den rein. Den Mist, das können wir alles verkaufen. Spitzpfeil sammle ich auch erstmal. Ich bin in der Nähe von Sasau. So.
So, den lassen wir mal. Die Halskette. Die wiegt tatsächlich nichts, ne? 20 Charisma. Komm, die legen wir mal an. Jagdhandschuhe. Ja, drin. Die lasse ich mir mal da. Das haben wir weg. Die lasse ich mir mal da. Nee, warte mal. Das war nicht die, ne? Nee, das ist nicht die. Die kann weg. Der kann weg. Und der Rest ist dann genauso, ne? Den können wir auch noch wegpacken hier. So, sollte jetzt erstmal ausreichen. Nahrungstechnisch. Hundefleisch einmal hier drin. Das kriegt gleich noch unserer hier. Verdauungstrank. Können wir erstmal einlagern. Retterschnaps haben wir schon wieder 5 Stück hier, ne? Drin. Drin, komm. Der auch. Das Hasenzeugs, alles weg. Das weg, das weg. Sollten wir wieder genug Platz haben. Oh, halt. War noch Wildschweinleder. Immer noch überladen. Was ist denn hier noch so schwer? Ist Gold? Nee, Gold wiegt nichts, ne? Was habe ich denn jetzt noch bei mir? Die Pflanzen, sind die Pflanzen so schwer? Nee, oder? Die wiegen doch nichts, guck mal. Das kann es nicht sein. Die Pfeile lasse ich mir mal, also ja, sollte man vielleicht doch mal da lassen, ne? Irgendwas ist hier verdammt schwer. Die Jacke ist so schwer. Guck mal, 14 Kilo. Warum ist das Ding so schwer? Ist die nass? Das ist ja krass hier. Die ist geteert. Ja, toll. Hab ich auch schmutzig gemacht. So ein Käse. Okay. So, wie sieht es verpflegungstechnisch aus? Wir sind Sattheit 62, da können wir doch direkt mal hier aus dem Topf essen. Nom, nom, nom. Hier sollte ja jetzt auch keiner mehr kommen, ne? Rein theoretisch könnten wir hier sogar pennen. So, mal kurz auf die Map gucken. Ja, guck mal, schau hier. Hier haben wir sogar ein bisschen was aufgedeckt. Gibt oder Nikodemus alles, was. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir den Rest her, ne? Interessanter Ort. Der war auf alle Fälle nicht so interessant, dass ich jetzt gleich wieder hinrennen müsste. Hier unten haben wir noch was, was nicht aufgedeckt ist, ne? Das können wir mal gucken. Das sind Bienenstöcke. Das war die Höhle. Schleppsteine, Aktivitätengeber. Erforschter Ort. Hier haben wir doch auch noch jede Menge. Was ist denn hier los? War ich so schludrig hier mit dem Aufdecken? Tatsache. Aktivitätengeber, ja, Wirtshaus, ne? Okay, ich renn mal hier runter. Bam, 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 bam. Pilger! Ignorieren oder untersuchen? Will dich in ein Gespräch verwickeln? Ich würde mal mit dem quatschen. Wo ist er denn? Hier pilgert nichts. Hier vorne. Und er ist idiotensicher. Wer? Was? Worum geht es?
Ich habe ein tolles Angebot für dich. Der Handel deines Lebens. Interessiert? Zeig mir deine Waren, ist es Diebesgut, kein Interesse. Töten! Ich weiß nicht. Ist es womöglich Diebesgut? Und wenn schon. Diebesgut oder nicht. Hauptsache billig, oder? Also. Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Dafür, dass wir ja so viel würfeln, ist das ein Spitzenangebot. Also, naja. Warum? Warum? Ne? Da sind eine Menge Münzen drin. Warum sollten wir... Du hast doch nichts gegen etwas, Reibach. Ach, reib dich selber. Pferd, komm her. Weiter geht's. Es ist nichts dabei. Killen! Wollen wir den wirklich umhauen? Es ist nichts dabei. Warte, lass uns doch kurz reden. Ja, ja, ich... Was hältst du von... Von dieser Sprache hier? Ja, rinne die Nessel. So, plündern. Der hat den Würfel gar nicht dabei. Guck mal. So, dann gucken wir mal ganz kurz durch hier. Ist nix, ist nix. Geräusche, braune Beinlinge, Geräusche 0. Ja. Zustand ist jetzt natürlich echt tuf, ne? Der Hut bringt, glaube ich, bringt der braune Filzhut was? Arbeitshemd, toll. Hätte ich mit dem Würfel verarscht, ne? Das ist schon... Also die Beinlinge könnte man ja mal mitnehmen. Aber der Rest ist ja eigentlich... Den Filzhut, nee, komm. Bist du. 4. So, wir müssen Gärten suchen. Was ist das hier eigentlich? Gibt es hier noch was abzugrasen? Ich muss ganz schnell hier. Johanniskraut. Das ist schon mal gut. Ja, haben wir. Mitten in der Nacht Kräuter sammeln. Ne? Das ist wieder mal der Best-of. Das gibt es nur auf diesem Kanal. Ne? Ich warte dann immer bis Salbei. Ich warte immer bis zu den... tollsten Zeiten und dann gehe ich los. Augentrost haben wir schon. Oh, das ist hier alles Blödsinn. Das haben wir schon. Oh, bloß noch Tollkirsche. Tollkirsche, ja. Tollkirsch. Und könnten wir hier vielleicht mal gucken. Das sind ja auch noch Gärten, ne? Das ist hier Blödsinn. Sagt nicht, hier steht alles sortiert. Eine Blume? Ja, doch. Okay. Was ist das hier? Das, was ich anklicken kann. Das, was ich anklicken kann. Auch nicht. Baldrian haben wir schon. Tollkirsche. Oh, ich wollte nicht gleich das ganze Beet wegnehmen. Das fällt ja fast nicht auf, ne? Pack das blutige Schwert weg. Da sagst du was. Da sagst du was. Wir vielleicht nochmal kurz hier so ein bisschen... Oh, den. Die Spritze aus dem Gesicht waschen. Es fehlt eigentlich
Ja, nicht mehr so viel, ne? Wir haben jetzt 3 Kräuter. Ich glaube, 4 waren es insgesamt. Oder täusche ich mich da? Nochmal hier. Das hatten wir schon. Brauchen wir nicht. So, ob das ist. Eppa. Jo. Und wir müssen auf alle Fälle das Buch da noch lesen, ne? Das würde ich dann gleich noch in Angriff nehmen. Sieht alles toll aus, aber kann ich nicht mitnehmen. Das ist ein Distel. Augenpust, okay. Das war die Ringelblume. Ah, okay. So, ich gucke aber noch mal ganz schnell in die Quest rein, was wir jetzt letztendlich noch, oder was jetzt noch fehlt, ne? Einbeere brauchen wir noch. Kamille. Und ein leeres Buch. Okay. Einbeere. Einbeere habe ich tatsächlich vorhin mal kurz gefunden, ne, und ignoriert. Finden wir das auch noch hier. Das wäre natürlich mega cool. Ne? Minze haben wir schon. Was ist das? Nee. Oh. Nee, das ist nix. Ist immer noch Minze. Kann ich 10-mal hinrennen. Es bleibt Minze. Das war ein Käse auch. Draußen gibt es auch nichts Gescheites, ne? Und schieb mich doch nicht immer weg. Das können wir nicht mitnehmen. Lotti, ich grüße dich und Dankeschön für deinen Lurk. Ja, also ich sag mal so, ne? Die heißt auch Teufelsbeere. Meinst du, die steht im Klostergarten? Ja, also wenn ich mitbekommen habe, was die Priester hier letztendlich ablassen, ne? Wie die feiern. Ich garantiere für nichts mehr, ne? Also. Das kann doch nicht gut sein, wenn das Fleisch hier so offen rumliegt. So. Doch nochmal Map gucken. Hier unten haben wir noch was Unerforschtes. Da ist ein Nest. Jetzt muss ich erstmal gucken. Was ist denn... Hier ist die Kirche, ne? Und hier wird dann sicherlich auch irgendwo ein Friedhof sein. Was ist das hier? Wälder, okay. Also, ich denke mal... Ich denke mal, ich werde mich jetzt erstmal irgendwo hinhocken. Dann lesen wir mal das Buch noch zu Ende. Dass wir ein Buch schon mal, oder optimalerweise vielleicht sogar 2 Bücher. So
durchgelesen haben und dann schon mal ein leeres Buch, also ein unnützes Buch dann quasi, hallo, ein unnützes Buch dann wegtun können. Oh, jetzt hocke ich mich mal hierher, genau. Oder gucken wir mal bei helllichtem Tage nochmal, was hier so Phase ist, ne? So, die Regeln und so weiter lesen. Machen wir erstmal das. Lesen. Bis um 8 können wir lesen. Verhungern tun wir auch nicht dabei. Let's go. Gleich durch. Nicht so viel BSG, bitte. Ich weiß, du meinst es gut. Und nicht so viel verraten. Und wir haben Taschen... Ah, guck mal an hier. Lesen verbessert Taschen... Das ist ja richtig cool gewesen hier. Okay, den haben wir jetzt durch. Dann gleich mal gucken. Stärke. Huckepack, nee, das bringt nichts. Leicht nur bewusstlose Tragen verbraucht deine... Na komm, ne? Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen der Waffe. Das ist cool. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen, indem du ihn beim Sport anrempelst. Ah, gut, es gibt Besseres. Das ist im Moment mein Favorit. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden, verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer, gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Du kannst 20 Pfund mehr tragen, das ist natürlich Optimus, ne? Besteht eine 10%ige erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Der ist auch cool. Also Packesel wäre erstmal oder Schädelbrecher. Oh, im Kampf umhauen, einfach so. Oh, das ist schon cool. Das ist schon cool. Also eng umschlossen, Packesel 2 oder Schädelbrecher. Ich nehme erstmal den Packesel. Ne, aufgrund der ständigen Überladung, was Janni schon sagt. Ne? Machen wir erstmal den Packesel, aber der Schädelbrecher, der ist auf alle Fälle schon vorgemerkt. Den will ich haben. Den will ich haben. So, Fertigkeiten lesen. Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig wie gewöhnlich. Boah. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend 2 Punkte erhöht. Ja. Gebildet zu sein, der lässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus Redekunst. Du versuchst deine Wache zu überzeugen. Die letzte Wache, die wir überzeugt haben, der war der Redefluss völlig egal. Der Skill wirkt immer, die anderen nur einmal, ja. Weil dieser Leseskill halt auch nicht schlecht ist, ne?
Man kann sich auch mal in der Nacht hinsetzen, wenn man sowieso gerade noch gepennt hat. Und muss nicht dann gleich wieder pennen. Aber du hast natürlich recht. Machen wir erstmal das. Können wir uns ja aufheben. Ne? Hier kommen ja noch mehr. Hoffentlich Punkte. Hoffentlich. Taschendiebstahl. So, was haben wir denn hier noch? Erhöht die Chance für einen erfolgreichen Taschendiebstahl, wenn dein Opfer die gleichen Charismastufe aufweist wie du. Menschen wie diese erkennst du gewöhnlich daran, dass sie ähnlich gekleidet sind wie... Ich glaube nicht, dass jemand genauso rumrennt wie ich, sorry. Wenn du Leichen plünderst, findest du mehr Münzen. Bam, bam, bam. Thank you.